Employer Branding ein grosses Thema von diesen Megatrends, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt passieren. Es gibt aber noch drei weitere. Welche das sind, da reden wir in den nächsten 30 Minuten drüber. Und dazu habe ich den Yves Schneuwli eingeladen. Er ist CEO von der Kupel und ehemaliger Geschäftsführer von der Sing Schweiz. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca. Und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Willkommen, Yves. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und uns deine Expertise weitergibst. Vielen Dank, Dani. Freut mich sehr. Yves, wir haben ja schon bezüglich Career Boost Day mal miteinander zu tun gehabt und wir kennen uns auch schon von anderen Events. Erzähl aber du ganz kurz, wer du bist, woher du kommst, was du machst etc. Und einfach einen kleinen Abriss über dich, dass die Leute dich kennenlernen. Sehr gerne. Eben, wie du schon gesagt hast, ich habe momentan das Privileg, ein Geschäft von Kupel hier in der Schweiz zu leiten. Befasse mich oder bewege mich aber schon sehr, sehr lang innerhalb von dem, ich sag mal, Kosmos, was zu tun mit Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Talent, also so die Talentindustrie. Ich war vorher für ein paar Jahre bei Xing, professionelle Netzwerk, habe dort die Schweiz und einen Teil von Österreich können leiten, auch eine unglaublich spannende Erfahrung gewesen. Und vorher, da bin ich bei einer schwedischen Unternehmung gewesen, Universum, was sich ganz stark auf das Thema Employer Branding fokussiert haben. Bei dort habe ich de facto auch meinen Start gemacht, quasi, von meiner Karriere, vor mittlerweile ein paar Jahren. Als Trainee im Verkauf. Bin eigentlich ursprünglich so vom Background her durch und durch Sportler, Sportwissenschaften studiert, auch lange als Personal Trainer geschafft und dann irgendwann so die Transition gemacht Richtung der Businesswelt und hat dort relativ schnell Gefallen daran gefunden an den Themen eben wie Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Talentindustrie. Das sind nach wie vor so die Konstanten in meiner Karriere. Das Wertschöpfungsmodell hat sich einfach immer wieder ein bisschen verändert. Jetzt aktuell eben bei Kupel. Kupel, ganz kurz, vielleicht die größte Plattform im Prinzip für Personalverleih, sehr schnell am Wachsen, Schweizer Startup, mittlerweile im 10. Jahr, also eigentlich fast schon Startup, nicht mehr der richtige Begriff, ein Scale-Up, ein rasantes Wachstum, das wir anlegen und ja, definitiv eine sehr, sehr komplexe und herausfordernde Rolle. Mhm. Ja, also ich kenne ja Kupel auch sehr gut, ich habe früher, aber das ist, da hat es noch nicht Kupel geheißen, da hat es noch Stufffinder geheißen. Damals für Stufffinder geschafft, diverse Mal und ich kann es jedem empfehlen, macht das. Vor allem, wenn ihr irgendwie nebenbei noch etwas wollt, zuverdienen oder einen Job machen oder in den Job einsteigen etc. Coole Sache, ich habe viele, viele coole Leute kennengelernt und bin an vielen Events gewesen. Ja, mit vielen auch Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Espresso mit dem George Clooney etc. Das sind so Themen, die so Highlights waren in meiner damaligen Stufffinder-Karriere. ich habe es vorher angesprochen, Yves. 4 Megatrends auf dem Arbeitsmarkt. Ein Thema ist sicher das Employer-Branding-Thema. Was gibt es denn noch? Im Prinzip, wenn wir uns anschauen, oder wie sich der Arbeitsmarkt verändert hat über die letzten Jahre und was, ich sag mal, wenn man eine Projektion machen kann, auf was dann im Prinzip noch auf uns zukommen würde, dann sind es eben insbesondere von 3 bis 4 größere Trends, die wir sehen. Nummer 1 eben, und das, ich sag mal, Employer Branding, beispielsweise aber auch das ganze Thema Personal Branding, wieso die eigene Marke so wichtig ist, das sind Folgen davon, oder? Und Trends, die eigentlich das Ganze beführen, sind auf der einen Seite, dass man natürlich gesehen, dass ganz, ganz viele Jobs momentan durch Technologie komplett verändert werden. Also man geht aktuell davon aus, dass rund 1/3 von allen Jobs das Potenzial haben, automatisiert zu werden. Das heisst unterm Strich nicht, dass es weniger Jobs gibt, aber es gibt andere Jobs, als man die, die wir im Prinzip jetzt kennen. Vielleicht noch ein Tipp für alle, die zuschauen, wenn ihr mal eine freie Minute habt, das hat man vielleicht heutzutage also in der aktuellen Situation vielleicht ab und zu ein bisschen mehr. Geht mal googlen, Job Futuromat. Da kommen wir da auf eine sehr, sehr spannende Seite vom Institut für Arbeit aus Deutschland. Aber das soll der ganzen Sache nicht weniger beitragen. Dort können wir effektiv verschiedene Berufsbilder suchen. Die bricht es dann ab in die verschiedenen Tasks oder Aufgaben, die dahinter stehen. Und ihr seht, welche von diesen Aufgaben jetzt schon automatisiert können werden, also von künstlicher Intelligenz können gemacht werden.
Und da bekommt man relativ schnell ein gutes Gefühl dafür, wie stark vielleicht der eigene Job gerade von der Automatisierung in Anführungszeichen bedroht ist, oder? Spannende Sache, einfach so als kleiner Tipp am Rand, Jobfuturomat, ist dort, müsst ihr dort googlen. Nummer zwei ist, dass man halt auch gesehen, dass viele Geschäftsmodelle sich verändern. Teilweise kann man sagen, auch wirklich neue Ideen kommen, um Sachen anders zu machen als bisher, wo auch eingesessene Branchen wirklich auf den Kopf stellen. Also man kann da denken an beispielsweise Uber, man kann denken an Airbnb und so weiter. Vor ein paar Monaten, das ist jetzt doch, ja, vielleicht eineinhalb Jahre schon sogar her, ist einmal eine Grafik, eine Infografik viral gegangen auf LinkedIn und so weiter, wo man wirklich auch gesehen hat, im Prinzip, dass jetzt ein Unternehmen wie eben Uber, das größte Taxiunternehmen ist auf der ganzen Welt, aber nicht mal ein Fahrzeug besitzt, dass Airbnb die größte Hotelkette ist und nicht mal eine Liegenschaft besitzt. Und ich habe gesehen, auf was ich raus will. Also wirklich neue Ideen, die eingesessene Branchen wirklich auf den Kopf stellen und aufzeigen, wie man die Sachen eben auch anders machen kann. Nummer drei war dann effektiv das ganze Thema Transparenz, wo wir sehen. Also wirklich Information ist komplett demokratisiert worden durch die Transparenz, die momentan auch herrscht, oder? Gleichzeitig auch eben das ganze Thema rund um Netzwerk. Also das Vitamin B ist durch Social Media gewisserweise auch demokratisiert worden und jedem steht frei, ein Netzwerk auf beide Stellen. Ist aus meiner Sicht eigentlich eines der wichtigsten Assets, die man heutzutage in der Karriere kann mit sich tragen. Also Transparenz quasi als dritter grosser Trend und Nummer vier ist effektiv das veränderte Werteverständnis oder eben, dass eine Gesellschaft neue Werte entwickelt hat. Wir haben heutzutage die Situation, dass auf einen Materialist schon drei Postmaterialisten kommen. Also ein Postmaterialist ist jemand, der ganz stark im Prinzip einen Wert drauf legt auf Sachen, die nicht greifbar sind. Oder das kann zum Beispiel sein, dass ich meine Passion zum Beruf machen kann. Und das ist etwas, was die Unternehmen vor eine komplett neue Herausforderung gestellt. Ich habe damals, als ich meine Karriere gestartet bin, bei der Firma Universum, da haben wir uns viel mit den Fragestellungen befasst, was sind Karriereziele oder von vor allem jungen Talent, Studierende, Young Professionals, was macht den Arbeitgeber attraktiv und so weiter. Und dort damals, mag ich mich gut erinnern, dort ist häufig auf der Arbeitgeberseite die Wünsche oder die Erwartungen als Wunschliste abgestempelt worden. Heutzutage ist es so, dass wir eigentlich in ja, 3 bis 4 Jahren von jetzt 3/4 von allen Arbeitnehmern haben, die wirklich aus dieser Generation Z oder auch Y natürlich stammen, die im Prinzip die ganze Workforce-Welt weit ausmachen. Und da kann man halt definitiv nicht mehr sagen, dass das eine Wunschliste ist, sondern das ist halt einfach ganz harte Realität, die man hier sieht. Also wie gesagt, das ist nochmal der vierte Trend. Und die vier, die beführen wirklich effektiv die verschiedenen Sachen, die wir sehen. Also wieso ist Employer Branding so relevant? Wieso muss ich eine digitale Marke haben, um mitspielen können und so weiter? Und das ist sozusagen die Zukunft vom Arbeitsmarkt, so in einer 360-Grad-Abbildung? Das sind definitiv so ein bisschen die ganz grossen Trends, die das Ganze vorantreiben. Und eben verschiedene Bausteine, die dann dort dazukommen. Also das eine, was man definitiv auch nicht darf, vergessen ist, wie laut eigentlich das draussen heutzutage ist. Auch hier, wenn ihr mal eine freie Minute habt, googelt einmal Social Media Counter. Da kommen wir auf Webseiten, oder, wo, wenn man drauf surft, anfangen zu zählen, oder, wo man einfach ein Gefühl dafür bekommt, in den digitalen Kanal, was passiert eigentlich so in ein paar Sekunden, in einer Minute rund um den Globus. Oder bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie laut das eigentlich ist. Und wenn man jetzt das versucht zu interpretieren, was heisst das denn, wenn es draussen laut ist? Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann ich denn durch den Lärm durchschneiden, dass man mehr hört, oder? Und das halt an sich, oder? Das ist natürlich auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, wo dann auch viel darüber aussagt, oder was muss ich machen, um mich richtig zu profilieren als Individuum auf dem Arbeitsmarkt? Was heisst das für mich als Unternehmen? Und. Und etwas anderes, was viele Leute auch ein bisschen vielleicht zu wenig berücksichtigen, ist, wie schnell eigentlich das Wissen sich verbreitet oder sogar verdoppelt. Es gibt so eine schöne Analyse, die vor Jahren gemacht wurde, wo man sieht, wie schnell sich das Wissen von der Menschheit verdoppelt. Im Moment, also 2020, ist es so, dass innerhalb von einem Jahr sich das komplette Wissen von der Menschheit verdoppelt. Innerhalb von 5 Jahren reden wir noch von einer Zeitspanne von einem Tag. Also innerhalb von einem Tag verdoppelt sich das Wissen. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, wenn ich mir heute dazu entscheide, irgendwie ein 3-, 4-, 5-jähriges Studium in Angriff zu nehmen. Im Jahr 4 oder 5 ist das, was ich im Jahr 1 gelernt habe, wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell. Oder? Und das sind so ein bisschen, das sind die Dynamiken, die es dann halt gibt. Das ist Teil vom Arbeitsmarkt, der wird schneller.
lebenslang bereit sind zu lernen, auch bereit sind, Sachen zu verlernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder das Unlearning, wo auch immer wieder thematisiert wird. Und nicht zuletzt halt eben auch der ganze Trend rund um die Mikrotrainings, was es mittlerweile geht. Also ich tue mir ganz ein spezifisches Skillset aneignen, wo man vielleicht genau wieder ein Schritt mehr weiterbringt in der Karriere. Das ist das, wo ich nach vorne raus sehe. Und auch das wiederum hat natürlich ganz viele Implikationen für die Individuen oder auch für die Unternehmen, die da mitspielen. Mhm. Ist aber natürlich nicht nur eine Challenge für jeden einzelnen Arbeitnehmer, sondern auch für den Arbeitgeber. Was bedeutet das für den Arbeitgeber vor allem? Für den Arbeitgeber bedeutet es ein paar Sachen. Das eine ist sicher im Prinzip halt einfach auch zu verstehen, wie sich Angebot und Nachfrage entwickelt oder über die nächsten Jahre. Wir sehen auf die Schweiz bezogen momentan eine Situation, die eigentlich praktisch von einem, sagen wir mal, Überschuss an generalistischen Profil oder eigentlich einen kompletten, ich sag mal, Mangel an hochspezialisierten Talent. Mhm. Und genau die Balance oder das Dilemma, das wir hier im Prinzip sehen, das ist ganz, ganz wichtig und hat für den Arbeitgeber natürlich auch grosse Implikationen, was das auch für die ganze Rekrutierungsstrategie betrifft. Jetzt, wenn es einen Überhang gibt an generalistischen Profil, dann mag es zwar sein, wenn ich eine Stelle ausschreibe und sage jetzt irgendwie, ich hätte gerne einen Marketing Manager, dass sich da hunderte von Leuten bewerben, oder? Auf der anderen Seite heisst aber, wenn sich 100 Leute bewerben, nicht, dass ich weniger Aufwand habe. Im Gegenteil, das kann teilweise extrem teuer sein, alle diese Bewerbungen richtig können, zu managen und auch im Prinzip sich bewusst sein zu über, was heisst denn, wenn ich jetzt einfach eine halbpassige Absage schicke, oder? Das ist für meine Arbeitgebermarke auch nicht gerade das Beste, was ich machen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn es einen Mangel gibt an hochspezialisierten Talenten, kann ich davon ausgehen, dass neben mir wahrscheinlich noch 20 andere Firmen für genau die gleichen Talente am Schauen sind. Also, wie stiche ich dort im Prinzip dann aus der Masse raus? Ziehe ich auch zum Beispiel Leute aus dem richtigen Grund an oder tue ich sie für meine Marke, für unsere Marke begeistern in der richtigen Art und Weise? Also auch im Prinzip ehrlich genug sein oder auch mutig genug sein, Ecken und Kanten aufzuzeigen, sodass man im Prinzip auch bewusst gewisse Leute vielleicht fernhalten, die wirklich de facto kein Fit wären oder für die eigene Marke. Also da gibt es ganz viele Implikationen für die Unternehmen. Nicht zuletzt halt auch, wie gehen sie damit um? Ich sage mal, auch mutig genug sein, die eigenen Mitarbeiter arbeitsmarktfähig zu behalten. Also Employability ist ein ganz, ganz grosses Thema, wo sich auch noch viele Unternehmen ein bisschen schwer damit zu tun. Also wieso soll ich jetzt meinen Mitarbeiter eine Weiterbildung zahlen, wenn er durch das vielleicht nochmal attraktiver wird auf dem Arbeitsmarkt und womöglich noch abspringt? Mhm. Das ist sicher ist eine legitime Frage, die aber so nach vorne raus effektiv nicht mehr tragbar ist. Oder das ist Teil vom Spiel oder auch im Prinzip die eigenen Spieler dann können im Prinzip in den Markt rausgehen zu lassen und auch dort wieder Erfahrungen können sammeln und. Der Flow, der gehört halt absolut dazu, nach vorne raus. Okay. Du hast vorher etwas angesprochen, und zwar sozusagen das Rekrutierungsthema. Für alle die, die zukünftig Position suchen, und das sind so ziemlich irgendwann einmal alle, oder? Wie rekrutieren denn Unternehmen in Zukunft? Oder heute schon? Im Prinzip kannst du sagen, dass Unternehmen fünf verschiedene Tools oder Werkzeuge anwenden, zum Rekrutieren. Das eine, was du nach wie vor siehst, das ist im Prinzip die klassische Stellenanzeige. Die ist auch, die ist auch legitim, dass die noch da ist. Die wird in einer gewissen Form definitiv auch noch weiter im Prinzip anzutreffen sein, nach vorne raus. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man einfach gesehen, ein bisschen den Trend ein bisschen weg von Post and Pay, gibt es jeweils sagen Post and Pray, dass man hofft, dass Bewerbungen bei sie reinkommen, so eher performance-basiert quasi Stellenanzeigen auszuspielen. Also ich zahle quasi für eine Stellenanzeige, wenn ich auch eine gewisse Anzahl an Bewerbern generiere, wenn ich gewisse Anzahl Klicks generiere und. Oder das ist sicherlich dort eine Verschiebung, die aktuell stattfindet. So die Stelleninserate im Prinzip Werkzeug Nummer 1. Nummer 2 ist die eigene Arbeitgebermarke, wo man hat. Eine eigene Arbeitgebermarke, die hat jedes Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt immer noch Unternehmen, wo das Gefühl haben, sie haben keine, oder? Aber das ist halt genau der Punkt. Man hat einen kleinen Teil, den man aktiv managen kann. Der ganze Rest wird gebildet in dem Sinn, oder? Dass man sich dem bewusst ist. Mit dem kann man natürlich auch schon sehr, sehr viel machen jetzt in der Rekrutierung. Nummer 3 ist das ganze Thema rund ums Active Sourcing. Also, dass man selber als Personalabteilung auch aktiv wird auf Netzwerken wie Xing, wie LinkedIn und wirklich halt auch
mittels diesen Tools, die dort zur Verfügung gestellt werden, Datenbanken durchsuchen nach den richtigen Profilen, die passend sind zu der Stelle, die man momentan gerade möchte besetzen. Und das ist ganz stark eine skills-basierte Suche, die dort stattfindet. Dass man weiss, genau, wenn man sich überlegt, ja, was suche ich denn effektiv? Natürlich ist es schön, wenn jemand an einer HSG in St. Gallen oder an einer ETH Zürich studiert hat, aber häufig liegt hinten dran eben ein gewisser Skill, den man sucht, oder? Und nach dem versucht man dann effektiv über die Tools oder die Werkzeuge dann halt zu suchen. Also Active Sourcing ist Nummer 3. Nummer 4 hängt ganz stark mit dem zusammen. Das ist auch das Bilden von Talentpools. Also, dass man wirklich auch sagt, ich brauche eigentlich wie eine Art Wintergarten, oder? Wo Talent einmal drin quasi gesammelt werden. Die sind zwar noch nicht ganz drinnen bei uns, aber die sind auch nicht mehr ganz draussen, oder? Dass man wirklich für sich halt auch einen Pool anfängt zu generieren und auch bewirtschaften, wo Leute drin sind, wo man wirklich halt auch als allererstes im Prinzip möchte ich darauf zugehen, wenn man wieder am Rekrutieren ist. Das können Leute sein, die eine Begeisterung haben für die Marke vom Unternehmen. Das können Leute sein, die alle ein gewisses Skillset teilen. Das können Leute sein, die beispielsweise die Stellenanzeigen schon mal angeschaut haben von einem Unternehmen. Oder das können auch Leute sein, die vielleicht empfohlen worden sind von anderen Mitarbeitern. Und das ist eigentlich dann gerade schon das fünfte Werkzeug, die eigenen Mitarbeiter nutzen als Referral-Quellen. In dem Sinne, jeder Mitarbeiter heutzutage hat wieder ein eigenes Netzwerk. Und wenn man das systematisch anzapfen kann als Unternehmen, dann ist man definitiv vielen anderen schon ein paar Schritte voraus. Systematisch anzapfen heisst, dass man Mitarbeiter so stark als Botschafter einbinden kann, dass sie auch bereit sind, mal eine Stelle im eigenen Netzwerk zu teilen oder mal proaktiv sagen, look, der Dani, das war jetzt jemand, der würde super passen im Prinzip auf diese Stelle und so im Prinzip die Referrals können anzukurbeln. Da gibt es auch heutzutage schon ganz raffinierte Tools, die einem den ganzen Aufwand ein bisschen automatisieren und vereinfachen. Und das ist so ein bisschen die Klaviatur, die momentan gespielt wird oder von den Unternehmen, wenn sie am Rekrutieren sind. Also ganz stark digital und wirklich auch sehr, sehr proaktiv. Und jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema Rekrutierung, vor allem vor allem von Feststellen, oder? Gehen wir jetzt mal hin zu Teilzeitstellen oder aktuellen Saisonstellen, wie jetzt im Frühling, wo viele Baustellen wieder oder Messen stattfinden und Baustellen wieder voll aufblühen. Also die Baubranche wird wahrscheinlich jetzt Frühling, Sommer wieder ein Hoch erleben. Hoffen wir es natürlich. Es gibt aber jetzt im Moment, aber auch mit der Corona-Krise, eine riesen Verschiebung vom Arbeitsmarkt, oder? Kannst du da irgendetwas dazu sagen? Ja, ich glaube, da kann ich effektiv auch einmal ein Stück aus dem Nähkästchen von Kupel ein bisschen erzählen. Oder? Also Kupel hat als größte Plattform, auch hier in der Schweiz für den Personalverleih, da haben wir auf der einen Seite über 300'000 Arbeitnehmer, die flexibel arbeiten wollen oder temporär arbeiten wollen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du über 15'000 Einsatzbetriebe, die natürlich genau die flexiblen Arbeitskräfte auch suchen. Jetzt durch Corona-Krise und die damit verbundenen Auflagen, beispielsweise für die Gastronomie, für den ganzen Events-Bereich und auch Teil vom Flughafen beispielsweise, da haben wir natürlich schon auch gesehen, dass das innerhalb von ganz kurzer Zeit mehr oder weniger zu einem Vollstopp gekommen ist. Oder da hast du de facto keine Geschäftsaktivität mehr und entsprechend hast du auch als Einsatzbetrieb eine absolut reduzierte Nachfrage oder ein absolut reduziertes Bedürfnis für flexibles Personal. Teilweise sogar, wenn man es sieht, auch für das eigene feste Personal, wo jetzt mittlerweile ja viel auch auf Kurzarbeit sind beispielsweise. Oder das heisst, grosse Sektoren haben wir gesehen, die mehr oder weniger einen Vollstopp haben müssen anlegen. Und auf der anderen Seite, auch wiederum getrieben durch die verschiedenen Auflagen, haben wir gesehen, dass beispielsweise im ganzen Detailhandel oder auch in der Logistik plötzlich ein Bedarf gekommen ist an Arbeitskräften, wo man so, ich sag mal, das ganz normale Soll oder die Kapazität von diesen Unternehmen bei weitem überschritten, oder? Und was man dort im Prinzip dann auch gesehen haben, ist plötzlich, wie wichtig eigentlich flexible Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt sind. Weil am Ende vom Tag sind das die im Prinzip sichergestellt haben, dass Supermarkt beispielsweise oder auch Logistik etc. vor allem in den ersten paar Tagen oder Wochen wirklich noch können weiterarbeiten auf dieser Kapazität, was notwendig gesehen ist, oder? Die ganzen Hamsterkäufe können zu bedienen, beispielsweise, oder? Das wäre nicht gegangen, hat man dann nicht in nur Hunderte, wenn nicht Tausende von temporären, flexiblen Mitarbeitern gehabt, die da effektiv unterstützt haben, oder? Und das ist natürlich sicher etwas, wo ganz stark eben auch für die
Gruppe von Arbeitnehmern halt auch spricht. Oder? Also es gibt auch wirklich viele Leute, die wollen flexibel arbeiten, die die Flexibilität können aufbringen. Und das ist schon wiederum für sich selber ein Skillset. Das liegt nicht jedem oder jeder, aber es ist ein unglaublich wichtiges Segment, wo Teil ist von unserem Arbeitsmarkt und halt nicht zuletzt jetzt auch in der Krise sehr, sehr stark den Mehrwert aufgezeigt hat, wo sie jeden Tag bringen. Ja. Mhm. Siehst du in Zukunft Tendenz mehr in Richtung flexibles Arbeiten, Kurzzeit, Teilzeit, wie auch immer? Oder siehst du mehr in Tendenz, wo wir es bis jetzt auch hatten, fest angestellt, mit einem Büro, 9-to-5? Ja, ich glaube jetzt, also kommt immer ein bisschen aus welchem Blickwinkel das jetzt betrachtet ist, oder wenn man es jetzt in Anbetracht von der aktuellen Krise im Prinzip anschaut, oder da hat man zu Beginn von der Krise, also gegen Mitte März fast können sagen, was verrückt war, ist, wie stark diskriminiert eigentlich Gruppe von temporären Arbeitskräften worden ist, oder? Es sind effektiv die gewesen, die durch ganz viele Maschen gefallen sind, also nebst dann nochmal ein paar andere. Und ich glaube, die Krise hat effektiv auch dazu beitragen, die Löcher in der Legislatur, wie wir es im Prinzip haben, oder auch ein Stück weit können stopfen, nicht zuletzt, oder auch können zum Positiven verändern. Wichtig ist, dass die Sachen natürlich auch Bestand haben oder nicht wieder rückgängig gemacht werden, komische Krise überwunden. Ich glaube, das ist sicher etwas gewesen, was in dem Moment vielleicht ein bisschen den Eindruck gemacht hat bei vielen, oder viele sind vielleicht froh gewesen, haben sie eine ganz normale Anstellung. Also schön bin ich fest angestellt, schön kann ich, wenn nötig, auf Kurzarbeit gemacht haben. Es ist ganz klar, dass ich dort dafür berechtigt bin und, oder? Ich glaube, dort sind viele in dem Moment froh gewesen. Und das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich eigentlich vorher beobachtet habe. Weil vorher war die Tendenz eher ein bisschen anders gewesen, wo sich viele halt auch gesagt haben, eben, ein möglicher Wunscharbeitgeber von mir ist wirklich auch selbstständig können sein. Oder im Prinzip können flexibel unterwegs sein. Das heisst, ich bestimme, wenn, wo, für wer, für was tue ich arbeiten. Wir haben in der Schweiz einen Freelancer-Anteil gehabt, der eigentlich konstant relativ schnell gestiegen ist. Zuletzt ist er bei fast 15% gewesen. Das ist nicht wenig, wenn man sich das mal so überlegt. Mhm. Auch viele Leute, die temporär geschafft haben, haben aus anderen Gründen temporär geschafft, wie sie das vielleicht jetzt nach der Krise werden machen. Und zwar aus freiem Stück. Also ich möchte temporär arbeiten, weil ich eben halt auch die Flexibilität will behalten, weil ich vielleicht halt auch muss die ganze Familie und Beruf und Situation unter einen Hut können bringen. Das ist gut, wenn ich einmal eine Zeit im Jahr habe, wo ich mehr arbeite und dann wieder ein bisschen weniger etc. Also die Autonomie, die ist sicherlich relativ stark verfolgt worden. Das hat jetzt natürlich ein bisschen ins Holpern gekommen durch die Krise. Ich glaube, das kann man definitiv nicht wegreden. Darum sind aber auch, glaube ich, die Erweiterung beispielsweise von dieser Kurzarbeit auf die temporären Mitarbeitenden und was alles sonst noch gemacht worden ist, schon ganz wichtig, oder dem Ganzen nicht komplett den Wind aus den Segel im Prinzip zu nehmen. Ansonsten glaube ich schon, auch nach vorne raus, dass wir uns definitiv längerfristig in die Richtung bewegen, wo man auf mehrere Gigs vielleicht schafft. Oder also dieses Konzept, ich mehr oder weniger eine Beziehung mit einem Arbeitgeber. Ich glaube, das ist etwas, was auch definitiv wird herausgefordert werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Also ich sehe mich selber in 10, 15 Jahren wahrscheinlich auf mehreren Gigs arbeiten. Und da bin ich dann wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine bold prediction, wenn ich in die Glaskugel würde schauen. Okay. Ich läute dir in 10, 15 Jahren an und dann schauen wir, ob das so passiert ist. Absolut, absolut, ja. Du hast jetzt über die flexiblen Personallösungen, flexible Anstellungsthematik geredet. Jetzt Kuppel kann ja da bestimmt auch helfen, oder? Inwiefern ist das der Fall? Wir bieten natürlich auf der einen Seite eben die Möglichkeit an, dass man als Arbeitnehmer beispielsweise oder wo aus welchen Hintergründen auch immer möchte flexibel arbeiten, relativ einfach im Prinzip auch zum Ziel kommt. Oder wir haben einen grossen Marktplatz, oder, der auch über eine gewisse Liquidität verfügt. Also was heisst Liquidität? Das heisst, auf der einen Seite haben wir eine grosse Nachfrage, oder, nach flexiblen Arbeitskräften und auf der anderen Seite haben wir ein grosses Angebot, oder, nach, also von flexiblen Arbeitskräften. Also der Arbeitsmarkt oder der Marktplatz auf Kuppel ist relativ liquid. Das heisst, wenn ich mitmache dort, oder wenn ich quasi Teil bin von Kuppel, dann sehe ich relativ schnell, was für Jobs sind verfügbar und kann mich sehr unproblematisch, unbürokratisch mich im Prinzip auf die Jobs bewerben.
wichtig ist, und das ist nicht nur bei Kupel so, das ist auch bei allen anderen digitalen Tools so, die eigene Marke, die wird man auch dort nicht los in dem Sinne. Oder das heisst, das Profil, das ich habe, wenn ich mich profiliere, was zeige ich auf, wer ich bin, was ich kann und so weiter, das ist auch auf Kupel natürlich absolut matchentscheidend. Oder was ich muss können aufzeigen, wer ich bin, was habe ich gemacht, was kann ich gut. Und bei Kupel nicht auch zuletzt, oder wenn Arbeitsstand gekommen ist am Ende vom Tag, dann bewertet auch der Einsatzbetrieb der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer der Einsatzbetrieb. Oder also wir tun eigentlich beiden Parteien, zur Verantwortung ziehen, eben einen guten Job zu machen. Sei es als Einsatzbetrieb oder sei es eben als Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist heutzutage ganz, ganz wichtig. Und so sieht man dann auch, oder? Wer hat auch was für Ratings bekommen oder in welchen Jobs oder für welche Projekte und. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo wichtig ist. Also die eigene Marke wird man auch dort nicht los, aber es ist verhältnismäßig einfach im Prinzip an Jobs können zu kommen. Man ist selber am Drücken auszuwählen, was möchte ich schaffen, für was interessiere ich mich. Es ist nicht wie mit einem klassischen Personalverleih, wo man muss im Prinzip am Tag X heisst, du, ich hätte jetzt etwas dort im Lager, möchtest du das ja oder nein? Sondern ich sehe im Prinzip die ganze Blumenstrauß vor mir oder von Jobs, die verfügbar sind. Mhm. Sehr cool, sehr cool. Wie gesagt, ich kenne das. Wer es nicht kennt, der soll mal schauen. Kupel.com. Ihr seid ja nicht nur in der Schweiz tätig, oder? Ihr seid auch in UK unterwegs. Das ist richtig, genau. Inwiefern unterscheidet sich der Arbeitsmarkt? Ist da die Schweiz irgendwie die Flexibilisierung vom Arbeitsmarkt noch hinten rein oder sind wir da Vorreiter? Wir sind mittlerweile seit ein paar Jahren in der UK und sogar seit Ende letztes Jahr in Holland unterwegs. Beides Märkte, wo einen unglaublich grossen temporären Arbeitsmarkt haben. Also die Holland beispielsweise, auf mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ist ungefähr dreimal so gross wie die Schweiz und die UK ist ungefähr 4-5 Mal so gross. Wenn man einfach schaut, oder was ist die Wertschöpfung in dieser Temporärbranche und in diesen Ländern. Jetzt, UK und zu einem gewissen Grad auch Holland ist schon relativ stark davon geprägt, dass sie vielleicht einfach nochmal einen Ticken dynamischer oder auch schneller unterwegs sind. Also auch dort, ich sage jetzt mal, flexibel zu arbeiten, ist effektiv etwas, wo viel salonfähiger ist, als es hier in der Schweiz noch ist. In der Schweiz hat man häufig noch ein bisschen die Situation, also jetzt ganz plump gesagt, wenn ich meinen Freunden würde sagen, oder meine Freunde würden mich fragen, du, was schaffst du gerade momentan? Ich würde sagen, ich schaffe gerade temporär. Dann wäre wahrscheinlich 9 von 10 würden sagen, oh, tut mir leid, dass du keine feste Anstellung hast. So ein bisschen in dem Stil, oder? Aber dabei könnte es sein, dass ich effektiv auch danach, also nach dem suche, oder? Also es ist noch nicht so salonfähig wie in den anderen beiden Märkten. Und Holland ist insofern ganz spannend, weil man dort wahrscheinlich, jetzt europaweit geschaut, fast die auspraktischste Kultur an Freelancer hat. Also man hat dort nochmal einen grösseren Share oder einen grösseren Anteil von der Arbeit oder erwerbsfähig, also die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, wo wirklich als Freelancer auch unterwegs ist. Auch dort mit verschiedensten Plattformen, die es einem ermöglicht oder vereinfacht, so können zu arbeiten. Und da muss man schon sagen, dass das sicherlich vielleicht einfach noch einmal gefühlt ein, zwei Schritte weiter ist, als man es hier in der Schweiz im Prinzip erleben. Genau. Okay. Sehr spannend, ich werde das weiter verfolgen. Letzte Frage, Yves, dann sind wir ja schon am Schluss von diesen 30 Minuten. Gib uns ein paar Tipps, vor allem für Arbeitnehmer, wie sie am schnellsten zum Job kommen. Der beste Tipp, den ich könnte geben könnte, ist, dass man sich, Nummer 1, sich klar darüber werden, wer man ist, was man kann, was kann man gut und im Prinzip an dem zu arbeiten, an dieser eigenen Profilierung zu arbeiten. Das ist eine Übung, die man machen kann, auf dem Papier vor sich wirklich einmal 3-4 Fragen für sich niederschreiben. Wer möchte ich sein? Wer bin ich? Was kann ich gut? Was sind meine Stärken etc.? Mhm. Und wirklich das einmal für sich festhalten. Dann nimmt man den Inhalt und geht auf die gängigen Netzwerke wie LinkedIn, wie Xing beispielsweise und tut effektiv dort, wenn man es noch nicht hat, ein Profil eröffnen und sich dann im Prinzip so darstellen, dass das im Prinzip reflektiert, was man da in dieser Übung zuerst gemacht hat. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man digital nicht auffindbar ist, dann spielt man heute und auch zukünftig effektiv nicht mit im Arbeitsmarkt. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und mein Tipp, wenn man am schnellsten zu einem Job kommt, ist effektiv, wenn man die eigene Marke digital visibel macht. Sogar wenn man im Prinzip mit einer Plattform schafft wie Kupel, eben auch dort ist das Prinzip genau gleich. Also wenn ich nicht meine Marke digital visibel mache, dann werde ich effektiv Schwierigkeiten haben können mitspielen. Also
einen Job finden heisst für mich im ersten Schritt proaktiv sein und sagen, hallo, ich bin da, mir geht's auch noch in dem Sinne. Okay. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ch unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.